Das Gate der Weather Painter will geöffnet werden und wir sind hier, um das zu tun. Ich bin ehrlich gesagt tierisch gespannt drauf, was für Kombinationen wir hier bekommen. Ich meine, was könnte denn zu den Weather Paintern an sich passen? Wir haben viel mit Spells und Traps, die permanent auf dem Feld liegen, wenn mich nicht alles täuscht. Also viel mehr Spells als Traps, glaube ich. Das heißt sowas wie Sacred Beast oder so? Irgendwie, vielleicht Harmon mit da drin. Andererseits vielleicht irgendwie was mit Eldritch? I don't know, aber lass uns einfach mal das Tor öffnen und dann schauen wir doch mal direkt nach. Natürlich müssen wir wieder alles hergeben. Ist auch vollkommen okay. Und nun bin ich gespannt, was haben wir hier? Vorsicht vor der Walküre Sigrun, die als Spezialbeschwörung beschworen wird, indem du die Zauberfeinkarte Witterung, die den Effekt nicht mehr verwendet, auf den Friedhof legst. Falls Walküre Erda als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Friedhof beschworen wird, werden die ATK deines Monsters um 1000 verringert, wodurch es schwieriger ist, mit ihm anzugreifen. Also unser Gegner hat eine Kombination aus Weather Paintern und Walküren. Das klingt ehrlich gesagt schon sehr interessant, aber was kriegen wir? Gehen wir mal rein und schauen mal nach. Oh, also sowas wie Harmon könnte ich mir da drin noch relativ gut vorstellen, weil er eben ganz viele permanente Zauber hat, aber... Ja! Ja, ich bin ein Genie! Okay, wir haben aber... Ich weiß nicht, wir werden nicht nur Harmon haben, weil wir nämlich die Karte hier nicht nur haben, um Lebenspunkte zu generieren. Ei, okay. Ich muss erstmal gucken, was man hier nochmal alles machen kann. Du kannst diese Karte als Tribut anbieten, beschwöre ein, bla 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 bla, von deiner Hand, ungeachtet seiner Beschwörungsbedingungen. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen und dann ein verlorenes Paradies von meinem Deck hinzufügen. Ich habe leider im Moment noch keine der Sacred Beasts. Eigentlich bräuchte ich, glaube ich, das Dark Beckoning Beast, wenn mich nicht alles täuscht. Das searcht mir immerhin etwas. Und damit habe ich dann die Möglichkeit, mit dem dunklen Beschwörungsungeheuer hier, ja genau, den Chaos-Beschwörungsungeheuer, damit könnte ich dann ja etwas specialen. Aber habe ich leider noch nicht. Das heißt, ich bin jetzt erstmal nur auf die Weather Painter Portion unseres Decks irgendwie aus. Leider. Aber meine Idee heißt ja an sich schon mal richtig. Das ist super, das ist einfach klasse. Ey, wenn ich damit Eldritch auch noch richtig liege, weil wir haben ja anscheinend doch relativ viele Traps, fällt mir gerade mal so auf. Naja, ich werde die Traps erst nochmal gleich lesen müssen, aber ich werde sie trotzdem schon mal setzen. Ich habe nämlich keinen Plan mehr von den Weather Paintern. Zero. Also die Monster an sich schon, aber nicht wirklich die Spells und Traps. Polarleuchtende, bla bla, Witterung, Effekt, Monster, von bla 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 bla, eine Karte von der Hand der Spielfeldseite, eines Spielers hinzugefügt wird, diese Karte verbannen und dann die Karte, die hinzugefügt wurde, auch verbannen. Und dann zieht jeder Spieler eine Karte. Nee, der Spieler. Ja. Ja, okay. Ist okay. Ein regenbogenfarbenes Witterungsgemälde kontrollieren. Okay. Falls dein Gegner ein Monster kontrolliert, Schnelleffekt. Kannst diese Karte verbannen, beschwöre ein Witterungsmonster mit einem unterschiedlichen Namen als Spezialbeschwörung von deinem Deck. Ah. Okay. Das nehme ich, das ist gut. Dann Endphase. Okay. Wir müssen erstmal wieder langsam reinkommen, aber wir haben immerhin zwei Duelle, um mit den Witterungsmalern in irgendeiner Art und Weise hier konform zu werden. Wir aktivieren auf jeden Fall diese wunderbare Karte hier und dann schauen wir doch einfach mal. Dich könnten wir... Ach, komm, dich aktiviere ich auch. Ist mir ehrlich gesagt egal. Hauptsache, ich habe ein bisschen was ich vielleicht dann verfeuern könnte für... ich denke mal... Uriah? Ach so, das ist Walküre. Okay. Okay. Also... Ich aktiviere... noch nicht den Effekt. Erst wenn er böse wird und angreift, oder? Okay, nee, was macht er? Nee. Das möchte ich dodgen. Wie gut, dass ich gewartet habe. jetzt wird was beschworen. Aber die, was ist die Frage? Nee, du, ich weiß gerade nicht, welches ich nehmen soll. Ich glaube einfach als Verteidigung die hier.
Die bringt mir zwar gerade nicht so viel, aber immerhin Verteidigung. Okay. Das ist ja Synergy. Synergy, der kann alles wieder recyceln. Cool. Nee. Natürlich möchte ich jetzt meinen Donner holen. Was kannst du denn jetzt? Ach so, du kannst die Effekte hier unten nutzen. Gott, ich muss echt erst wieder reinkommen mit den ganzen Weather Paintern hier, ey. Hi. Okay, dann haben wir auf jeden Fall schon mal das hier. Ich kann jetzt eine Link-Beschwörung machen. Für unser Bossmonster. Werde aber, denke ich mal, vorher den Donner aktivieren. Oh nein. Oh Gott. Bla 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 bla. Okay, jetzt kann ich irgendwas anderes. Oh, ja gut. Scheiße. Scheiße. Ich dachte eigentlich, ich würde jetzt eventuell den Effekt nutzen wollen von dem regenbogenfarbenen Hampelmann, damit ich hier unter Umständen ein weiteres Monster specialen kann, das dann weglinken kann insgesamt und mein Donner dann wiederkommt. Aber das habe ich ja anscheinend verkackt. Anscheinend. Okay. Hiermit kann ich auch wieder irgendwie was recyceln. Aber ich denke mal, ich nehme dann doch die hier. Denn damit kann ich ja dann zumindest etwas Interessantes machen. Dann machen wir dich. Dann hole ich dich wieder. Oh, stimmt. Ich habe gar keine Fehler gemacht. Das war alles kalkuliert. Kalkuliert. Ich sag es euch. Du kommst auf jeden Fall nicht hier hin. Dann habe ich jetzt noch den Effekt von euch, dir, whatever. Ich mach dich mal. So, du kommst weg. Dann kommst du nämlich in der nächsten Standby-Phase wieder. Das ist super. Und dann hole ich mir in diesem Fall jetzt einfach, ja, komm, holen wir aber mal dich. Du bist mir nämlich gerade relativ egal. Dann würde ich euch alle weglinken für unser Bossmonster. Gott, ich muss echt erst wieder reinkommen in dieses ganze Weather Painter-Gedöns, Alter. Dauert ehrlich gesagt ein bisschen lange. Aber das ist ja auch ganz okay. So, jetzt haben wir hier den Effekt, wenn dein Gegner einen oder mehr Monster als Spezialbeschwörung beschwören würde. Schnelle Effekt, du kannst diese als Link-Beschwörung beschworene Karte. Gott, ich bin müde. Hui. Oh, das Wetter ist heute aber auch irgendwie echt scheiße. Es wechselt von heiß zu warm. Heiß zu warm, genau. Von heiß zu kalt, zu regnerisch, zu gewittermäßig. Das macht mich irgendwie fertig. Du kannst diese als Link-Beschwörung beschworene Karte auf den Friedhof legen. Annulliere die Beschwörung. Falls du dies tust, zerstöre die Monster. Okay. Einmal pro Spielzug während deiner Standby-Phase des Spielzugs, nachdem diese Karte vom Spielfeld verbannt wurde, um den Effekt einer Witterungskarte zu aktivieren. Du kannst diese verbannte Karte als Spezialbeschwörung beschwören. Okay. Und Witterung-Effektmonster, auf die diese Karte zeigt, erhalten den folgenden Effekt. Wenn eine Karte oder ein Effekt aktiviert wird, schnell Effekt, du kannst diese Karte verbannen, annulliere die Aktivierung und falls du dies tust, zerstöre die Karte. Sehr, sehr schön. Sehr löblich tatsächlich, eine sehr, sehr schöne Karte. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir hier rein, wir zerstören das Monster, der Effekt kann sich nicht aktivieren, es wird nichts recycelt, ist aber auch nichts im Grave, also vollkommen Wurst. Und dann beenden wir unseren Zug. Ich hoffe einfach, dass wir im nächsten Zug irgendetwas ziehen, womit wir unseren Sacred Beast Teil unseres Decks mal nutzen können, weil da hätte ich tierisch Bock drauf. So, du kommst jetzt dahin. Habe ich nämlich dich und dich als Effekt und natürlich auch hier. Das ist aber nicht schön. Aber du brauchst ja auch einen Weather Painter, oder? Also von dem her noch eine von denen. Das will ich nicht. Ich möchte den Effekt aktivieren. Ich banische jetzt das. Jetzt wird's annulliert. Und du kommst dann wieder. Also in meiner nächsten Standby-Phase. Ach, come on, ich will doch jetzt nicht, dass... Oh, leck mich. Ist doch alles scheiße. Okay, dann müssen wir eben einmal ganz kurz gucken. Also, wie war das jetzt hier nochmal?
Am Beginn des Damage Steps, falls diese Karte gegen ein Monster eines Gegners kämpft, du kannst diese Karte verbannen. Okay, dann gehen wir aber mal in die Battle Phase und schauen mal, wie das jetzt hier funktioniert. Nee, noch nicht. Okay. Solange du ein Valkyrie-Monster kontrollierst, können Monster mit 2000 oder weniger ATK, die dein Gegner kontrolliert, nicht angreifen. Falls diese Karte, die dir gehört, durch einen Karteneffekt eines Gegners zerstört wird, du kannst ein Valkyrie-Monster... Du kannst mich mal. Das ist sehr uncool. Ja, komm. Ich muss ich jetzt irgendwie leider erstmal maken, ne? Das möchte ich auf jeden Fall nicht da haben. Das ist nicht gut. Wunderschön. Jetzt aktiviert sich aber, glaube ich, auch der Effekt. Jetzt kann er ein Valkyrie-Monster beschwören. Und zerstört die Karten. Wunderschön. Wunderschön. Ich freue mich. Okay. Dann würde ich sagen, ja, passt schon. Passt erstmal. Gott, ist das grottig. Einen optionalen Effekt. Achso, nee. Dann kommst du wieder, mein Lieber. Dich packe ich mal dahin. Oh ja, das ist gut. Das ist gut. Jetzt haben wir endlich mal was im Angriffsmodus. Das ist schön. Okay, jetzt schauen wir mal, was wir hier... Was? Du räudiger Hund! Du kannst nicht... Nein! Ah, du kannst nicht einfach so tun, als würdest du angreifen wollen. Oh Gott, ist das, das ist einfach nur... Das ist einfach nur purer Hohn, ist das. So, dich specialen wir hier hin. Okay. Nein, gerade nicht. Kannst diese Karte verbannen und ein anlaufendes Monster auf dem Spielfeld wählen, bla bla bla. Ah, okay, das ist wunderschön, das ist wunderschön. Dann würde ich sagen, möchte ich dich gerne aktivieren und diese wunderbare Karte aktivieren. So. Dann hole ich mir einfach mal, weil ich sie noch nicht hatte, die Regenwitterungsmalerin und dann machen wir... Fuck! Habe ich das Witterungsmaler-Linkmonster nur einmal hier drin? Was ist das denn? Ah, wir haben Sus hier drin. Ah, ich glaube, dann weiß ich, was ich mache. Ja. Dann habe ich schon eine Idee. Dann machen wir doch einfach mal unseren wunderbaren Chronomalen Kristallchrononaut. Gott, diese Namen. Dann greifen wir an. Rums die Bums. Und dann kommt am Ende noch deine Wenigkeit drauf. Und dann kommt deine Wenigkeit drauf. Södele. Das ist doch schön. Und dann würde ich einfach sagen, aktiviere ich die Karte einmal. Ich pack dich weg und dich weg. Und alles auf dem Friedhof. So mag ich das. Dann kommt unsere Wolke wieder. Einmal in Verteidigungsposition. Endphase. Oh, wie kann das denn? Wie kann das denn? Wow. 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 Danke. Danke für nichts. Ich habe die ganze Sacred Beast Portion unseres Decks nicht ein einziges Mal nutzen können. Gott, ist das räudig. 3000 und 1500. Wunderschön. Wunderschön. Perfekt. So muss das nämlich. Okay, dann heißt es, das haben wir geschafft. Es geht weiter mit unserem Main Deck. Und zwar Despia in diesem Fall wieder. Dann gucken wir doch mal, was wir hier haben, damit wir das relativ schnell erledigen. Ach du Scheiße. Schnell erledigen können. Puh.
Eine sehr interessante Hand. Patchwork ist nach einmal Nutzen auf jeden Fall schon tot. Ein Albas habe ich. Damit kann ich auf jeden Fall die Sigrun weglinken, wollte ich schon sagen. Wegfusionieren, das ist wunderbar. Oh, ja, perfekt. Dann würde ich sagen, Allure of Darkness. Hier hin, perfekt. Und dann haben wir unserem nächsten Zug, beziehungsweise im Zug des Gegners, noch rot markiert, womit wir dann wieder einmal ein Maskeradedrachen oder sowas holen. So, du kommst da. Wunderschön. Du da rein, BD. Ach, perfekt. Und dann wird auch noch die gute Sigrun zerstört. Wir beenden unseren Zug. Und dann darf er... Oh Gott, one for one. Da muss jetzt aber was kommen, ey. Dann machen wir vorher nochmal rot markiert. Und nehmen uns ein Ad Libitum. Dann machen wir nämlich mit Ad Libitum und Dramaturg machen wir einfach wieder einen Maskeradedrachen. Wir werden mit Ad Libitum Aluba specialen und uns dann direkt nochmal etwas für den nächsten Zug searchen. Haha! Okay, Effekt Dramaturg. Effekt Ad Libitum. Wunderbar. Target Aluba. Bringt sich gleich selber um. Ich sehe schon. Was? Main Phase ist gleich zu Ende. Okay. Der hat mich ausgetrickst. So ein Hund. Und dann heißt es einfach... Hier mal einmal in Linkuribo rein. Der aktiviert den Effekt, bekommt ordentlich Burn Damage. Oh nein, das ist aber ungünstig, dass unsere Maskeradedrache jetzt gerade auf 0 ist. Unschön, nehmen wir aber den anderen. Und rein. Okay, wir hatten bei unserem ersten Versuch, hatten wir die Sacred Beasts mit drin, die ich leider nicht gesehen habe, auch wenn ich tierisch Bock drauf gehabt hätte. Bei unserem zweiten Versuch denke ich ja an so etwas wie Eldritch. Aber ob das wirklich der Fall ist? I don't know. Du musst vorsichtig sein, wenn du wahrer Dracho oder wahrer König-Monster als Tributbeschwörung beschwörst, indem du permanente Zauberfeinkarten als Tribut anbietest. Stimmt, sowas wie True Draco wäre auch noch eine Idee. Aber hat er anscheinend. Es ist einfach, sich vor der Tributbeschwörung zu schützen, wenn du die Zauberfeinkarte wahrer Dracho oder wahrer König als Tribut anbietest, die einen Effekt hat, wenn sie auf den Friedhof gelegt wird. Aber denke daran, dass du durch den Einsatz von Witterung Zauberfeinkarten eine Situation schaffen kannst, in der du mit Heiltron 12 der wahre Dracho-Streiter rufen kannst, der von den Effekten von Monster, Zauber und Feinkarten nicht betroffen wird. Really? Bitte nicht. Naja, geht erstmal los mit dem Leideck. So, was haben wir denn hier? Nemesis! Wow! Harmoniert das? Ich meine, wir haben viele verschiedene Typen, wir haben viele verschiedene Eigenschaften. Also das sollte eigentlich gut harmonieren. Gott, dass wir auch noch beide gezogen haben, Alter. Protoss und Eskatos. Ah. Okay, was haben wir denn hier? Das sonnige Witterungsgemälde. Diese Karte verbannt und ein Monster wählen, das mein Gegner kontrolliert. Biete das gewählte Ziel, was? Das ich kontrolliere und biete das gewählte Ziel als Tribut an und falls ich das tue, beschwöre ich ein Witterungsmonster als Spezialbeschwörung von meiner Hand oder meinem Fried. Okay, das bringt mir gar nichts. Das bringt mir absolut zero, verdammt nochmal. Aber wir machen trotzdem einfach mal so. Vielleicht kriegt er ja Angst. Ich hoffe. Oh Gott, nein. Ja, True Draco, Alter. Bitte nicht. Oh. Das kann doch nicht gut enden hier. Ich habe ja nicht mal was verbannt. Verdammt nochmal. Ich bin darauf angewiesen, dass ich jetzt erstmal ganz, ganz viele Eigenschaften und Typen irgendwie wegkriege hier. Verdammt nochmal. Ansonsten kann ich nichts reißen. Und er... Oh nein, er generiert jetzt sowas von Advantage. Oh, ich will nicht. Du bist ein Hund.
Ah. Ich brauche irgendein Monster. Irgendein Monster brauche ich. Dann kann ich mit Protoss schon ein bisschen was machen. Oh, ja. Okay. Nein. 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 Okay. Dann nommeln wir erst einmal diesen netten Herrn. Dann habe ich allerdings erstmal nur den guten Eskatos. Denn ich habe zweimal Feuer. Das ist halt das Doofe. Aber zumindest habe ich Eskatos. Aber ich kann zumindest nochmal die Flagge aktivieren. In der Hoffnung, dass ich auf diese Weise irgendwie was weiteres beschwören kann. I don't know. Dann nehme ich einfach den Grundpfeiler. Oder dich. Ach komm, nehmen wir den Grundpfeiler. Dann würde ich dich beschwören wollen, indem ich dich wegpacke. Dich wegpacke und dich wegpacke. Eskatos. Jetzt müssen wir kurz schauen. Es sind alles Feen. Okay, das ist dann, glaube ich, das, was wirklich gut ist in diesem Moment. Wenn es wirklich alles Feenmonster sind, dann kann ich damit arbeiten. Dann sage ich nämlich einfach Fee. Jetzt kann er die zwar irgendwie auch noch nutzen mit irgendwas, aber er kann jetzt erstmal keine Feen mehr beschwören, glaube ich, oder die Effekte nutzen oder so. Ha! Nicht mehr beschwören, das ist wunderbar. Da habe ich wirklich gar kein Problem mit, dass er die nicht beschwören kann. Das heißt, die, die jetzt verbannt sind, kommen auch nicht wieder. Okay, und du kannst nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Das ist wunderschön. Das ist wirklich wunderschön. Da freue ich mich doch. Dann würde ich einfach erstmal angreifen wollen. Mir fällt dann nicht wirklich was anderes ein, was ich machen kann. Perfekt, dann könnte ich hiermit noch einen Todfeind wiederholen. Ich könnte dich noch specialen, könnte noch einen Link 2 machen und könnte noch irgendwas hier vernichten, aber das ist auch vollkommen irrelevant gerade, deswegen lassen wir das erstmal. Sparen wir uns das für den nächsten Zug vielleicht auf. Okay, damit holt er sich jetzt was wieder. Kann er machen. Damit generiert er sich, glaube ich, lediglich Advantage. Weil wenn ich halt irgendwas aktiviere, dann kann er es halt wieder aktivieren. Dann kann er sich wieder irgendeine True Draco-Sache da unten setzen. Jetzt aber nicht mehr. Aha. Okay. Dann würde ich jetzt in diesem Fall sagen, was haben wir hier? Wurm. Dann kommst du nämlich jetzt. Dann wirst nämlich du zerstört. Und jetzt ist die Frage, wie viel Advantage kann ich hier generieren? Wir packen dich erstmal als Normalbeschwörung und aktivieren deinen Effekt. Mit deinem Effekt holen wir uns auf jeden Fall diese wunderbare Trap. Und dann aktivieren wir den Grundpfeiler. Wir packen einfach mal dich ins Deck, weil wir es können. Specialen dich. Dann aktivieren wir diesen wunderbaren Kram, den Korridor, specialen dich. Und dann kann ich mit euch dreien nämlich eine Link-Beschwörung machen. Und zwar für einen Blackluster Soldier. Und zwar dahin. Södele. Jetzt kann ich nicht den Protoss beschwören, weil es ist ebenfalls ein Wurmmonster. Aber ich habe zumindest 6000 Damage on board. Du Hund! Egal, in meinem nächsten Zug. Warte mal. Ach so, als Spezialbeschwörung. Natürlich, die Würmmonster vom Gegner werden ja als Tributbeschwörung beschworen. Haha! Jetzt kann er allerdings wieder mit den Witterungsmalern loslegen, glaube ich. Ah! Vespinado! Du Hund! Aber das bringt dir nichts. Du hast nur ein Xyz-Material dran.
Okay. Dann würde ich sagen, erstmal Protoss. Wir banischen dich. Wir banischen dich. Wir banischen dich. In die Angriffsposition. Dann aktivieren wir den Effekt von Protoss und wählen Licht. Dann wird nämlich sein Zeus zerstört. Wunderschön. Wir normeln unseren Witterungsmaler. Wir aktivieren noch diese wunderbare Karte. Und dann sind wir so ziemlich good to go, würde ich fast behaupten. Perfekt. Erstmal rein. Nice. Und dann gehst du auch nochmal rein mit deinem 1500. Dann sind wir so ziemlich auf dem gleichen Level ungefähr. Und dann kann ich noch deinen Effekt aktivieren. Und zwar hierfür. Okay, dann machen wir das so. Dich banischen wir. Du auf dem Friedhof? Oh Gott, nein. Das war ein Fehler. Wollte ich nicht. Oh, scheiße. Ich glaube, ich habe meine Wincon zerstört. Nein, ich habe nicht richtig gelesen. Nein! Ah, oh, diese scheiß Witterungsmalerkarten, ey. Naja, Grundpfeiler wird aktiviert, da er verbannt wurde, kommt auf meine Hand zurück. Und dann ist es mein Gegner dran. Bitte hab nichts, womit du mich in irgendeiner Weise zerstören kannst. Ah, oh, ich will nicht. Ha, sieht gut aus. Okay, du kommst dahin. Dann haben wir unseren Grundpfeiler Nemesis. Ja, komm, nehmen wir mal den Korridor erstmal. Wir brauchen jetzt erstmal nur Monster, die wir auch wirklich holen können. Bei Eskatos und Protoss bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Dann können wir hier unseren eigenen Zeus gleich noch gestalten. Und zwar machen wir erst einmal eine Xyz-Beschwörung für ein Levier, dessen Effekt wir aktivieren. Wir legen dich weg. Und dann würde ich sagen, holen wir uns einfach mal sein Donner wieder. Weil es ja egal ist, wessen Seite das ist. Und dann gehen wir erstmal rein. Mal gucken, ob es funktioniert. 1800. 1700. Come on. Ja! Oh Gott, das hat jetzt aber auch echt gedauert, ey. Meine Güte. Ich habe ehrlich gesagt, für einen kurzen Moment habe ich gedacht, wir hätten es echt verkackt, weil ich aus Versehen den Protoss getributed habe. Aber, na, irgendwie geht's dann doch noch. Schön, schönes Symbol. Okay, dann geht's weiter ins Main Deck. Wir brauchen nämlich jetzt wieder einmal mit den Despia einen Sieg. Dann kriegen wir 200 Gems und haben damit auch dann dieses Gate hier geschafft. Ja, leider konnte ich jetzt nicht viel mehr machen, aber das sollte wohl reichen. Das sollte wohl reichen. Eine Gate, 600 Damage für jede Aktivierung, gutes Follow-up. Ja. Siehste, ich brauche, da braucht man gar nicht viel mehr. Dann würde ich sagen, angreifen. Und der hat anscheinend noch nichts, was er aktivieren kann. Interessanterweise. Also auch keine wirklichen Traps, die gut funktionieren. Und jetzt kann er nicht mal mehr irgendwas aktivieren, weil er muss nämlich 1200 Lebenspunkte zahlen. Battleface, ich glaub's ja wohl nicht. So ein räudiger Hund. Ja, du, ich muss einfach nur angreifen. Er kann ja eh nichts aktivieren. Und das war's. Haha! Ein Geniestreich wieder einmal. Ein Geniestreich wieder einmal. Ja, sag ich ja, das geht relativ fix, wenn man Despia spielt. Da hat man eigentlich nicht wirklich ein großes Problem, außer die Starthand ist so unfassbar grottig, aber das ist tatsächlich nur in den seltensten Fällen der Fall. Aber hey, 200 Gems gehören jetzt uns und damit haben wir wieder einmal ein Gate abgeschlossen. Zwei Gates haben wir noch und dann sind wir solotechnisch komplett fertig. Ja gut, außer das Duelltraining, was ich noch abschließen muss, aber das mache ich nicht in der Aufnahme, weil es nämlich nur ein Duelltraining ist. Ja, wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann haut es mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.